Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit mir, dem Pollack. Heute spielen wir Star Wars Jedi Fallen Order. Das Problem ist, ich habe ein Video schon davor aufgenommen. Leider ist die erste Datei, die 15 Minuten ging, weggegangen. Deswegen wiederhole ich das Ganze jetzt. Bis zur der Stelle, bis ich danach aufgenommen habe, wo das dann auch ging. Ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall, ja, jetzt halte ich die Fresse, wenn solche Zwischenszenen kommen. Ah, sorry. Hör zu, ich kriege nur ungern deinen Rhythmus, Kerl, aber der Force will was von dir. Das könnte gut für uns sein. Hier ist der Chef. Auf Band 10A wurde ein Fehler entdeckt. Die Schlepperklammern klemmen. Zwei Mann müssen raufklettern und die Kabel sichern. Das ist keine leichte Aufgabe. Die Gilde verdoppelt den Lohn. Komm schon, Kerl. Etwas dazu verdienen? Kann nie schaden. Ja? Okay. Alles klar. Gehen wir. An die Arbeit. Hier lang. Bin gleich hinter dir. So, auf jeden Fall. Ist ein bisschen scheiße, wenn du das Spiel schon zum dritten Mal spielst. Aber ja, ich probiere irgendwie ein bisschen lustig zu sein. Wenig zu labern, damit ihr auch ein bisschen die Story mithört. Tut mir leid, Kerl. Nur keine Sorge. Und so und ja. Hier oben. Auf jeden Fall, wenn ihr mehr von Star Wars Fallen Jedi sehen wollt, stimmt hier ab. Seht ihr das? Ein Separatistenschiff. Ich habe ewig keinen Lookalike gesehen. Ja. Eben. Ausschlachten wird viel Geld bringen. Komm, gehen wir. Eine wunderschöne Aussicht. Also die Grafik gefällt mir sehr im Spiel, also übelst. Ach komm, warte ich mal. Laber ja, zu Ende. Okay. Aber die Leiter ist weg. Du musst einen anderen Weg finden. Kein Problem. Ich improvisiere. Verlasse sofort diese Barke. Du bist kein zugelassener Müll. Willst du mich verarschen? Müll, aber kein zugelassener Müll. Warte, ich geb dir Kick. Appa! So, auf jeden Fall gehen wir weiter. Ohne Scheiß würde ich das Spiel nicht spielen. Ganz ehrlich, wo ich das erste Mal das Spiel schon mal vorgespielt habe, brauchte ich locker nur in diesem Level. Ja, okay, laber nicht. Jedenfalls, auf jeden Fall, ich brauchte für das Level, wo ich das zweite Mal aufgenommen habe, insgesamt 45 Minuten. Jetzt plus minus, weil ich halt ein bisschen viel rede. Aber wo ich das erste Mal gespielt habe, ich habe locker mehr als 1,5 Stunden für. Ach, wie dumm kann man denn runterfallen? Wie dumm kann man sein? Ganz ruhig. Bin gleich wieder weg. Auf jeden Fall brauchte ich mehr als 1,5 Stunden. Und das, na gut, würde ich es direkt aufnehmen, wäre das ein bisschen peinlich. Weil ich war komplett los. Gar kein Plan. Wo geht man hier? Ah, hier. Ich hab's total vergessen. So.
Fall nur nicht hin. Leiste nicht, Kerl. Schön, dich zu sehen. Dich auch. Bring dich nicht selber um. Das ist der Plan. Wir sind schon mal runtergefallen, also... Ja. Wir brauchen Plan B. Hört sich an wie Schrottratten. Unheimlich. Lasst euch nicht stören, Jungs. Ihr müsst diesmal nicht rauskommen und Hallo sagen. Redet er gerade mit sich selber? Obwohl, das tue ich auch. Nee. Ich rede mit meiner Community, also so darf man es auch nicht sehen. Und er redet für uns, auch für die Community, also ist das auch eigentlich moralisch gesehen in Ordnung. So. Digga, was war das für eine Antwort? Wie kommst du hier? Digga, bei der läuft. Auf jeden Fall. Sieh mal, der Schiffskater ist hier. Na bitte sehr. Seht euch das mal an. Junge, wie dumm bin ich? Heilige Scheiße. Auf jeden Fall ist die Aussicht geil. Also die Grafik als das Spiel ist schon geil. Und die Story ist auch sehr interessant, wenn man sich halbwegs für Star Wars interessiert. Also da kann man eher weniger falsch machen. Also beim Kauf des Spiels. Digga, was ein Teil. Das ist doch dieses Episode... lass mich das lügen. Sechster? War das? Ja, warum guckst du nach oben? Da unten war das. Wenn jemand das weiß, schreibt es in die Kommentare. Weil ich hab's vergessen. Ich glaube doch, Episode 6 war das doch. Mit der Vision und so weiter. Alles klar, du bist dran. Moment! Ja, doch, safe. Klammer gesichert. Noch da! Ha! Du hast mir echt einen Schrecken angejagt, Kumpel! Fertig! Moment! Ich mach das! Spring! Spring! Was ein Arsch! Komm, sieh dir das an! Das ist ein Jedi-Jäger! Ein Volltreffer! Ein echter Schrottsammler-Jackpot! Wie lange liegt die Klapperkiste schon hier? 4 Jahre? 5. Der Pilot fand hier wohl ein ruhmreiches Ende. Diese Jedi. Echt eine Tragödie. Ich hab dir immer gesagt, das war nicht alles Verräter. Ja, mag sein. Heute ist wohl unser Glückstag. Das Imperium kriegt jede Menge gutes Material. Ja, wir schlachten Schiffe aus dem Krieg aus, nur damit sie daraus neue machen können. Findest du das okay? Was sagst du? Wir riskieren alle den Hals für die Bosse. Und die Bezahlung war zur Zeit der Republik auch besser. Pass besser auf, was du sagst. Hey, hör mir zu. Der Findelon für das Ding. Könnte dein Ticket hier raus aus diesem Drecksloch sein? Du glaubst, ich will weg hier? Komm schon, Kerl, du bist doch noch jung. Du willst dich so enden wie ich. Irgendwann musst du dein Leben selbst in die Hand nehmen. Dein Schicksal finden. Wenn du das hörst, hey, wir sollten wieder runter. Hey, du hörst mir überhaupt nicht zu. Was war das? Vorsicht, Kerl! Wir sliden ein bisschen runter, auf jeden Fall. Ganz ehrlich, ich feiere diese Art von Steuerung gar nicht, so wo du dich kaum bewegen kannst. Bro, alles okay? Karl,
Ich komme nicht rauf! Komm! Durchhalten! Ich rutsche ab! Nein, lass nicht los! Ich kann nicht mehr! Komm! Nein! Alles okay, Prof? Das tat weh. Sitzt nur fest! Kein Pilot! Bring uns hier raus! Durchhalten! Vorsicht, Kerl! Achtung! Das Ding kann kaum fliegen! Moment! Geht's dir gut? Okay, wir sollten... Wir müssen weg, komm schon. Was war das denn? Was war das eben? War das... Warst du das etwa? Das war die Macht, oder was? Jetzt, was du gesehen hast, ja. Bitte, vertrau mir. Ich hab sie gesehen, ich weiß von den Geschichten. Ich hab's gehört. Bro, für Leute wie dich... Ich weiß. Ja, alles klar. Wir müssen vorsichtig sein. Ja. Ja. Ernste Worte. Alles okay bei dir? Ja, was geht hier vor? Alles auf! Identifizierung bereit! In einer Reihe aufstellen! Ist wahrscheinlich nur wieder eine Schmuggelkontrolle oder so. Ey, die sehen echt brutal aus, diese Truppler. Sind das schon alle? Ja, zweite Schwester. Wir suchen einen gefährlichen Flüchtling. Keinen normalen Anarchisten, sondern ein Mitglied des verräterischen Ordens der Jedi. Wird der Verräter nicht überstellt, folgt eine Anklage wegen Aufwiegelei. Stell dich selbst. Sonst werden alle hier gemeinsam hingerichtet. Ich denke, jemand sollte mal vortreten. Tu es nicht. Ich arbeite hier schon eine geraume Zeit. Schon lange vor dem Krieg. Wir richten Schiffe wieder her. Die Besten der Galaxis. Dann kam das Imperium. Und Ingenieure und zu Schrottsammlern. Arbeiter wurden übervorteilt. Wir alle kennen die Wahrheit. Wir sind nur ängstliches zu sagen. Für das Imperium doch alle entbehrlich. Ja, seid ihr. Ach nee. Sieh an, ein Lichtschwert. Ich hab den Jedi. Was war das für eine Stimme? Scheiße. Ich hab den Jedi. Überprüfe die Störung. Ach du Scheiße. Das tut weh.
Eine weiblichere Stimme kann man so ein Gollum nicht geben. Ach du Scheiße. Ihr seid jetzt geschnetzeltes. Warum gab's was dahin? Ich habe hinten nichts abgecheckt, wo ich mal gespielt habe. Aber ich glaube, im ersten Level ist da auch, glaube ich, nichts. Ja, komm. Komm. Scheiße. So, perfekt. Jedi, Information. Ziehen und Vollkrafttüren versiegeln. Jawohl. Perfekt. Jetzt gehen wir raus. Ja. Nur ein Ausweg. Hier kommt man klettern. Ach du Scheiße. Hab ich mich gerade erschreckt. Bewegung bleiben. Na gut. Aber ganz ehrlich. Scheiße. Eigentlich wollte ich nicht auf die Fresse fallen. Ganz ehrlich, das Spiel gefällt mir sehr. Aber so richtig sehr. Ich könnte mir vorstellen, dass noch mehr. Kannst du mal rüberspringen? Ah, ich muss das nicht machen. Also ich könnte mir vorstellen, noch mehr Folgen aufzunehmen. Natürlich nur, wenn es euch gefällt. Wenn es euch gefällt, lasst ein Like da. Komm her. Mit Bedacht angreifen. Nähert euch dem Ziel. Boah, ich feiere diese Moves. Na, komm her. Bam. Ich bin einfach nur zu krass. Ich soll allgemein abwehren, ja komm. Ey, jetzt auf einmal ploppt das auf. Komm her, komm. Boah, sieht das geil aus. Ja komm. Ah, glaube ich eher nicht. Schön zu helfen. Ey, Junge. Ah, fuck, fuck, fuck. Ich brauche keine Hilfe, um dich zu erledigen. Perfekt. So. Perfekt. Bisschen Leben verloren, aber. Ich kann dich ausschalten, kein Problem. Als ob ich den mit einem Hit gekillt habe, gerade. Stabil. Wenn der Flüchtige hier entlang kommt, bin ich bereit. Fuck. Oh. Ich dachte, ich habe mich verklickt. Eieiei. Das wäre ein bisschen mies gegangen. Hätte ich mich gerade verklickt. Er geht doch hoch. Ich glaube, ich muss erstmal mehr zur Seite. So. Schade, dass die den Typen gekillt haben. Ohne Scheiß, der hat mir echt gefallen. Als Charakter. Na, kommt der? Scheiße. Scheiße. Gefickt. Sehr schön. Na gut, ich verdiene mit den Videos eh kein Geld, also kann auch die Monetarisierung am Arsch sein. Weil ich hier beleidige. Geh nach vorn, halte den Zug auf. So. Gehen wir mal weiter. Oh ne. Hauptsache abgewehrt. Och. Ist mich gerade erschreckt, du. Schneller! Perfekt. Ich bin bereit, Verräter! Oh jo. Komm mal. Killt die einfach seine eigenen. Oder er oder keine Ahnung. Hier brauchte ich ultra lang. Perfekt. Perfektes Timing hier.
So, hoch mit dir erstmal hier, du. Wow, das ist übel. So, perfekt. Ich kann nur rauf. Ja, perfekt. Aber das sieht echt geil aus, Grafik. Ohne Scheiß, das gefällt mir so sehr. Ich bin mal gespannt, weil wo ich das erste Mal gespielt habe, war der... Ich sag's gleich. Wer seid ihr? Später! Immer weiter! Wir holen dich, sobald es geht! Auf jeden Fall würde ich sagen, ich bin gespannt, wie der Endfight wird, weil ich habe schon davor gespielt habe, also weiß ich jetzt, wie es halbwegs geht. Also ihr seht ja, ich gehe da hier easy durch. Und wo ich das erste Mal in diesem Endfight war, ich will nichts spoilern. Ich sag nur, es wird jetzt hier eingeben. Habe ich sehr verkackt. Und eigentlich sollte man auch da verkacken, aber ich bin mal gespannt, wie es sein wird, wenn ich hier spiele. Du kannst uns nicht besiegen. So, perfekt, zwei auf einmal. Ich glaube, es macht am meisten Sinn, für den Endboss erstmal. Du kannst das Imperium nicht besiegen. Perfekt. Ich hoffe, dass es noch einen Fight gibt. Dann lasse ich mich extra einfach nur töten. Zug hält? Oh ne, fuck. Na gut. Ich will ja mit Full Life gegen diese Olle da kämpfen. So macht es ja gar keinen Sinn. Nee, das ist gar nicht gut. Der rutscht wie ein Weltmeister. Also, echt gut. Festhalten! Na ja. Nein! Ach ja, es geht noch weiter. Ich dachte schon, dass jetzt der Endfight kommt. Das tut weh. Jetzt kommt der Endfight. Also ich habe schon fast eine halbe Stunde Aufnahmezeit. Heilige Scheiße. Wohin des Weges? Ich kenne diese Haltung. Vielleicht hattest du doch etwas Ausbildung. Wer war dein Meister, Padawan? Hab ich ihn vielleicht umgebracht? Welcher Jedi gab für dich sein Leben, sodass du am Leben bleibst? Ey, die ist doch anders, OP. Du blutest wie alle anderen. Ey, komm her. Ja, hab ich doch grad. Ey, die kann man ehrlich nicht besiegen. Also klar, wenn man Vollblut-Profi ist, aber guckt euch das mal an. Komm her, ein bisschen Schaden. Ah, ich kann das machen. Besser als ich dachte.
Ja, dachte ich auch. Na? Komm, noch einmal. Komm schon, bring mich zu Ende. Ich hab verkackt. Spammen! Spammen! Puh! Etwas bisschen close hier. Schnell an Bord! Renn! Renn, Minion! So eine Fliege an deine Scheibe klatscht. Was machen wir weiter? John. Und das ist mein Captain, Rhys Drytus. Ist mir ein Vergnügen. Ja, die Mantis ist mein Schiff, aber zuhören solltest du dieser Lady hier. Also? Wer bist du? Cal. Castes. Wer war das gerade? Eine imperiale Inquisitorin. Sie ist eine Machtnutzerin, die jede jagt. Und da sie jetzt weiß, wer du bist, wird sie weitermachen, bis sie dich vernichtet hat. Woher wissen sie so viel? Und warum die Hilfe? Wir tracken die imperiale Kommunikation. Wir wussten, dass die Inquisitoren nach Braca rücken. Also kamen wir auch. Ach ja? Wie viel Kopfgeld gibt's denn zurzeit für einen Jedi? Was nennst du Dankbarkeit? Ich verstehe schon. Du hast so lange allein ums Überleben gekämpft, dass du niemandem mehr trauen kannst. Und nur deshalb lebst du noch. Aber hier geht's um was viel Größeres als blankes Überleben. Nämlich? Den Wiederaufbau des Ordens der Jedi. Zu zweit? Sonst noch jemand? Oh, sind wir nicht gut genug für die? Hat der Jedi? Ist verloren. Nehmen Sie Kurs auf Programm. Und bis dahin kannst du dich ausruhen. Du bist in Sicherheit. Immer noch. Vorsicht, Karl! Du hast den Schlaf gesprochen. Der Typ ist echt geil. Auf jeden Fall war's das mit der Folge von Star Wars Jedi Fallen Order. Auf jeden Fall, es freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Lasst ein Abo, lasst ein Like da. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, schönen Tag, schönen Mittag, irgendetwas. Ach, scheiß drauf hier. Irgendetwas wünsche ich euch. Und ciao.